Hey, Gude und willkommen zu Valheim Ashlands. Ich bin der Typ mit dem Bart und wir lösen heute mal ein Problemchen. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch jetzt mittlerweile schon sehr erfolgreich in die Ashlands gestartet sind. Ist ja jetzt auch schon knapp 2 Wochen draußen und ja, die ersten haben den Content auf jeden Fall auch schon wieder durch. Und haben das ganz sicherlich gut gemeistert. Aber wir kümmern uns heute mal um ein kleines Problemchen, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Denn ich habe immer wieder mal so einen Kommentar bekommen, beziehungsweise wurde ich auch direkt angesprochen. Sag mal, wie machst du eigentlich die oder wie löst du eigentlich das Problem mit den Festungen? Ja, es gibt ja hier Festungen, die haben ja auch Einzug gehalten. Die erkennt man meistens daran, dass dann von aus der Ferne so ein grüner Strahl in den Himmel ragt. Und da gibt es natürlich den richtig geilen Scheiß, den ihr nachher auch braucht, um eure Waffen herzustellen. Also diese ganzen Diamanten bzw. Edelsteine, die ihr da bekommen könnt. Und die sind nicht ganz so einfach, ja, weil man bräuchte ja eigentlich in der Regel auch dann noch so einen Rambock, den man sich dann herstellen kann. Und da muss man den auch noch bewegen. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass dann die Gegner nicht platt machen. Also das ist teilweise sehr, sehr kompliziert. Ich zeige euch heute mal einen Weg, wie das Ganze relativ locker zu bewerkstelligen ist. Und ihr braucht noch nicht mal irgendwie einen Rambock dafür, um nachher auch in die Mitte des Turms zu kommen. Und wie das funktioniert und hoffentlich funktioniert es auch so, wie ich mir das heute vorstelle mit euch, das erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. So, und bevor wir da drüben reinstarten, erstmal ein paar grundsätzliche Dinge, wie ihr euch vorbereiten solltet. Ihr solltet auf jeden Fall... oder ihr solltet nicht, aber es ist der einfachste Weg, das Ganze mit dem Magier zu machen. Ihr könnt das auch mit Pfeil und Bogen machen. Das ist völlig euch überlassen oder halt auch als Nahkämpfer. Aber es ist ja mittlerweile, ist ja so auch die einhellige Meinung, die bei euch vorherrscht. Also mit Magier geht alles viel, viel leichter. Ja? Ich mache es einfach mal mit Magier, weil es einfach, wie gesagt, viel lockerer von der Hand geht und auch ein paar Probleme löst. Wir schauen uns das Ganze dann gleich an. Was man aber in der Vorbereitung auf jeden Fall, wenn du den Magier benutzt, dir für einen Buff holen solltest, ist der der Königin, weil du einfach schnellere Eiterregeneration hast. Dann brauchen wir halt noch ein paar Tränke. Die seht ihr oben in der Leiste. Die habe ich schon reingelegt. Also Gesundheitstränke, dann Ausdauertränke und natürlich Eiterregenerationstränke braucht ihr auch. Also das Maximale, was ihr gerade herstellen könnt. Wenn das weniger ist, nehmt halt weniger mit. Aber habt was dabei, das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir machen das auch mit der Ausrüstung, mit der ihr quasi bei oder in den Ashlands landet. Also ich habe jetzt hier nichts irgendwie Außergewöhnliches, irgendwelche Ashland-Waffen schon vorbereitet. Ich habe ganz normal den Eis des Stabes, den Stab des Eises so rum, nicht den Eis des Stabes, den Feuerstab, den Schutzstab und noch hier den Skelettgeraffel-Begleiter-Bums, ja, wie heißt denn das Ding? Ich vergesse das immer wieder. Hier, passt mal auf, hier den Totenschwörer. Genau, das sind die 4 Waffen. Die sind alle upgraded auf 3. Ich habe das jetzt mit den Dev Commands gemacht. Ich denke mal, das sollte eigentlich auch so passen. Und wir werden uns gleich mal auf den Weg machen. Da drüben ist nämlich die Festung. Vorher holen wir uns aber noch den Rested Buff. Der ist nämlich auch wichtig. Und dann hole ich euch gleich zurück, wenn ich vor der Festung stehe. So, und da stehen wir auch praktisch schon hier hinten vor der Burg. Beziehungsweise ich bin noch im Fliegemodus, weil ich gerade einfach nur zu Demonstrationszwecken das Ganze noch nicht gestartet habe. Essen habe ich mir eingeschmissen. Wir werden jetzt erstmal eben eine Bubble zünden. Ah, die funktioniert ja nur, wenn ich... wenn ich nicht mehr am Schweben bin, und dann werde ich euch mal eben zeigen, wie man das Ganze relativ easy machen kann. Das hat halt auch einen Grund, warum ich 100 Steine mit dabei habe, denn wir wollen natürlich da hoch auf die Mauer kommen und das Ganze ohne Belagerungswaffen. Wir werden uns jetzt aber erstmal den Geschütztürmen annehmen, ja, die nämlich jetzt hier meinen, hier, sie müssten hier Theater machen, ja. So, normalerweise triffst du die 2-3 Mal und dann sind die auch weg vom Fenster. Ja. Und somit kriegst du da oben dann auch gleich den Hexer erledigt. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, was von hier hinten kommt. Ja, aber das ist relativ überschaubar. Na, jetzt kommt natürlich auch noch ein Blobsi an. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen.
Man kann sich das natürlich alles schön vorbereiten, aber ihr seht ja selber, selbst die schönste Vorbereitung ist für einen Eimer, ja. Wenn dann doch irgendwelche Gegner noch spawnen und das passiert halt jedes Mal. Also du kannst nicht sagen, du räumst mal eben hier auf, damit du mal hier ein bisschen was zeigen kannst. Nee, es ist immer der gleiche Bums. So, jetzt machen wir da oben noch den Dings weg. Den Geschützturm, der ist nämlich auch nervig. So. Zweimal. Dreimal. So, jetzt ist der auch erledigt. Guck mal, da kommt natürlich auch noch einer hier. Es ist halt echt immer, es ist immer das Gleiche. Ne? Du kommst gar nicht dazu, hier irgendwie großartig mal dich hier vorzubereiten. So, du musst eigentlich zusehen, dass du die von hier unten schon relativ gut behagst. Ja, das ist eigentlich gar kein Problem. Mit dem Stab der Glut funktioniert das ganz gut auf. Ganz gut. Passt auf, dass ihr nicht in die rote Soße reinspringt. Oh, das ist natürlich ein Einstern, den finde ich nicht so prall. Wobei der Einsterne zuckende geht natürlich. Also es macht immer Sinn, im Vorfeld zu gucken, dass man das Gebiet irgendwie bereinigt bekommt hier, ne? Und dann müsst ihr irgendwie gucken, dass ihr die Hexe eigentlich am allerbesten immer als erstes wegnukt. Weil die machen euch das Leben richtig schwer. Weil die können nämlich dann auch noch andere Figuren spawnen, ja. Und wenn ihr Pech habt, spawnen die natürlich ausgerechnet hier unten. So. Also wie gesagt, sucht euch einfach ein Feld, bereinigt das vorher, ja. Also ruhig mal ein bisschen rundrum lang flitzen. Kann natürlich sein, dass ihr mal irgendwo einen Morgen auftaucht, ja. So, der da oben. Den kriegen wir, glaube ich, auch noch eben da weggeknallt. Ja. So, dann zeige ich euch, wozu ihr die Steine einfach dabei habt. Ja, dann werden wir nämlich einfach mal die Hacke nehmen. Und dann werden wir einfach den Boden erhöhen, auf dem wir stehen. Und man guckt irgendwie, dass man das irgendwie so hier in der Richtung macht. Ja, damit wir nachher auch darüber hüpfen können. Ja, das war jetzt doof. Das müssen wir einfach nochmal machen. So, und dann knallst du dir den ganzen Krempel hier rein. Ja, und dann bist du nämlich quasi schon hier oben und kannst dich dann hier quasi richtig verlustieren. Ja, und dann erstmal zusehen, dass man da hinten die Ballisten platt macht. Ja, man sollte aber tatsächlich auch noch den richtigen Stab auswählen. Ja, dann ist das auch relativ gut zu handeln. Das Ganze machen wir dann hier auch. Und idealerweise auch mal gucken, dass man den Spawner irgendwie noch behakt. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ja. Wenn man da nicht aufpasst, ja, also ich sage ja nicht, dass man hier komplett easy durchkommt. Das ist halt auch immer so ein bisschen, wie das Ganze nachher gestaltet ist und wie viele Gegner drin sind und wie schnell man da durchkommt. Das kommt halt auch noch mit dazu. Wir werden uns gerade mal wieder, ich werde mich gerade mal kurz hinbeamen und dann hole ich euch gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Und was mir gerade auch noch ein bisschen das Genick gebrochen hat, ist einfach die Tatsache, dass ich völlig vergessen habe, mal den Modder anzuschmeißen. Denn, ohne den ist nämlich vorbei mit der Eiterregeneration. Und das sollte man halt auch nicht vergessen. Jetzt bin ich doch tatsächlich hier hängen geblieben. So. So, ist auch immer wieder gut, den Federumhang hier noch zu tragen, auch wenn er viele sagen, nee, der ist Mist. Ich kann euch nur sagen, der macht schon Sinn. Da unten haben wir leider auch noch... So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hole ich mir noch zwei Kollegen dazu. Die regeln das dann mit mir. Ja, die können da ein bisschen mit Dampf veranstalten. Und man muss natürlich immer gucken, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, seht zu, dass ihr die Spawner irgendwie wegkloppt.
Und auch die Hexer. Ganz wichtig. Hexer, eklig. Ja. So, den haben wir auch erledigt. Der hat seinen letzten Schiss getan da unten. So. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Und dann können wir hier einfach wieder runterschweben, elfengleich. Ja, und das ist einfach, du musst eigentlich im Prinzip immer nur in Bewegung bleiben. Dann kannst du wenigstens noch ein bisschen Eiter regenerieren. Ja, machst hier noch ein bisschen Theater. Der kommt aber jetzt blöde nahe. So. Was zum Glück habe ich da gerade noch. So. Das ist jetzt halt mal live, ne? Also das kann dann auch mal einen Moment dauern, aber ich muss es euch ja trotzdem zeigen. Menschenskinder, der hat aber auch genervt. So. Dann läufst du wieder ein bisschen weg. Und ihr seht ja langsam, es lichtet sich so das Schlachtfeld. Man muss halt echt immer gucken, dass du die Gegner immer ein bisschen im Auge behältst. Deswegen macht es eigentlich ganz gut Sinn, hier auch immer oben lang zu laufen. Und was halt auch noch sehr häufig ist, dass hier oben auf dem Turm, auf der Spitze quasi auch noch entweder ein Bogenschütze steht oder ein Hexer steht. Und die können halt auch maximal nerven. Ja, so. So, immer in Bewegung bleiben, dann hat man die auch relativ gut im Griff. Und wenn man dann noch in der Lage ist zu zielen, ist das auch immer sehr gut. Das auch, tut der Sache auch wirklich, wirklich gut. So, den haben wir erledigt und das müsste eigentlich der letzte sein. Wenn ihr natürlich dann auch irgendwann mal die Waffen habt aus den Ashlands, die man sich herstellen kann, dann wird es auch ein bisschen einfacher. Ja, dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, dann noch mit Blitzen zu arbeiten und solche Sachen. Ja, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. So, wir haben das Gebiet geklärt, ja. Und was jetzt natürlich ein immenser Vorteil ist, hier sind sämtliche Tore noch zu. Das heißt, es kann keiner von außen reinkommen. Und es kann tatsächlich auch, diese Mauern sind nicht zerstörbar, also von außen. Ne? Also da kann jetzt auch ein Morgen dagegen rammeln, ja, da können auch andere Gegner dagegen knallen. Das interessiert die Mauern herzlich wenig. So, jetzt sind wir natürlich hier drin und die meisten von euch wissen ja, Mensch, das richtige Leckerchen, das ist eigentlich hier drin. Ja. Aber wie kommen wir jetzt da rein? Ihr wisst selber, mit der normalen, warte mal, ich muss mal hier so ein bisschen aufräumen, ein bisschen was rausschmeißen hier, das ist alles ein bisschen zu viel. Ihr wisst ja selber, ihr kommt ja normalerweise gar nicht durch mit der Spitzhacke, beziehungsweise könnt ihr da auf dem Tor rumhämmern, wie ihr Lust und Laune habt und das passiert einfach gar nicht. So, ich sag euch, das geht. Wir müssen uns hier nur einfach diese Ecke hier nehmen, ja. Und dann hämmern wir ein bisschen tiefer, ja, und dann kannst du eigentlich hier draufhauen. So, und das dauert natürlich immens lang. Das kann ich euch auf jeden Fall schon versprechen. Deswegen werde ich das jetzt mal kurz im Schnelldurchgang machen, ein bisschen schneller laufen lassen, damit ihr nicht so lange zuschauen müsst.
So, und jetzt seht ihr ja selber schon, ich hole euch gerade mal zurück, jetzt seht ihr ja selber schon, wir sind ein Stück durch, ne? Das heißt, wir müssen uns hier jetzt noch ein bisschen tiefer buddeln. Das Feuer habe ich übrigens dahin gemacht, weil manchmal, wenn man hier noch ein bisschen tiefer buddelt, seid ihr quasi schon im Dings drin. Im, gefühlt irgendwie unter dem Gebäude und bekommt dann tatsächlich noch einen Rested Buff, der euch natürlich dann auch noch zusätzlich die Lebensenergie, ach die Ausdauer, die Lebensenergie, sage ich schon, die Ausdauer irgendwie permanent regeneriert. Ja, also ist manchmal, wenn ihr merkt, es ist zu wenig, ja, oder ihr braucht zu lange, dann nehmt einfach noch ein Feuerchen mit dazu und dann habt ihr wenigstens gewährleistet, dass ihr permanent den ausgeruht Buff habt. So, der tickt natürlich jetzt gerade runter, aber der würde dann quasi erneuert werden. So, das war doch noch nicht richtig, aber ihr seht ja grundsätzlich, dass es funktioniert. Ja, man muss sich da halt irgendwie dann immer nur noch durchklopfen. So, und dann seid ihr auch schon drin und normalerweise habt ihr dann hier auch die Möglichkeit, den ganzen Krempel einzustellen. Hier war jetzt ein Blutstein drin. Wenn ihr natürlich draußen rumbombt wie nix, ja, dann habt ihr natürlich hier alles drin schon zerlegt. Aber ihr seht selber, es dauert so seine Zeit, bis man reinkommt, aber ihr kommt rein, ohne wirklich irgendwas zerstören zu müssen oder irgendwelche Belagerungsgeräte mitzunehmen. Einfach nur anhand der Steine, da müsst ihr euch ein bisschen geschickt anstellen. Dann kommt ihr auch darüber, nehmt genug Steine mit, damit ihr dann vielleicht auch mehrere Versuche machen könnt. Ja. Und das Beste ist, wenn ihr da drauf steht, da kann auch ein Morgen dagegen rollen, da wird auch nichts passieren und holt euch auch nicht runter von dem Ding. So, Freunde, das war's an der Stelle auch schon wieder und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mit dem Tipp anfangen, ja, gerade so, wenn man frisch gestrandet ist in den Ashlands und du willst dann zusehen, dass du deine Waffen verbesserst, was du ja dann auch mit den Edelsteinen machst, die du hier rausbekommst und du musst leider in die Festung rein, um eben diese zu bekommen, um eben einfach die Waffen herzustellen. Dann hoffe ich, dass der Einstieg ein bisschen leichter ist und ihr habt nicht das Problem, dass ihr mit den Belagerungsmaschinen irgendwie rumhantieren müsst, ja. Und wenn ihr später Katapulte bauen wollt, müsst ihr sowieso in die Festungen rein, weil ihr müsst die, die Ballisten oben zerlegen, denn da sind die Zahnräder drin, die ihr benötigt, um das Ganze zu bauen. So, ihr könnt mir jetzt natürlich gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das genauso macht oder ob ihr sagt, nee, ich mache das eigentlich so. Das funktioniert so lange, bis Iron Gate auf die Idee kommt, die Mauern unzerstörbar zu machen. Also da, wo wir uns gerade durchgepickelt haben. Ja? Wenn ich überlege, auf dem Testserver war es teilweise noch möglich, sich unter dem Tor durchzugraben. Das geht jetzt auch nicht mehr. Jetzt kann man sich noch durch die Mauern da durchbuddeln. Das funktioniert noch. Kann sein, dass das dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Dann seid ihr halt angeschmiert und dann seid ihr angewiesen auf die Belagerungswaffen, um eben durch das Tor durchzukommen. Aber dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, die Materialien mitzunehmen. Ja, und dann, wenn ihr über der Mauer, über die Mauer gesprungen seid und habt das Ganze gereinigt, dann könnt ihr es auch direkt im Hof bauen und müsst dann nicht gucken, dass ihr das irgendwie noch ja, einfach dann hinter euch herzieht. Beziehungsweise müsst ihr gucken, was für eine Werkbank ihr braucht. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nee, gar keine Werkbank braucht ihr. Ihr könnt es auch so bauen. So, Freunde, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.